Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ich habe offscreen mal meinen Pokémon ein paar TMs erlernen lassen, damit sie jetzt bereit sind, für was auch immer uns jetzt beim See der Stärke zukommen wird. Und zwar habe ich Schnurgast Dunkelklaue erlernt, weil Schlitzer und Bodystamp zu haben, habe ich gemerkt, irgendwie macht gar keinen großen Sinn. Ja, einfach Dunkelklaue, weil ich die TM sowieso ganz oft habe. Dann für Traunfugil habe ich die Verwirrungsattacke weggemacht, weil Tricky kann ja sowieso schon Kung Fu Strahl. Oder wie auch immer die Attacke hieß, ich glaube, ich hieß Kung Fu Strahl. Deshalb habe ich ja einfach Gedankengut gegeben. Es erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung, ist also für Traunfugil sehr gut. Und Tricky, ihm habe ich auch noch Fußtritt erlernt. Er hatte nämlich vorher Fußkick, aber jetzt hat er Fußtritt. Ich habe mich da ein bisschen umgesprochen. Anscheinend soll Fußtritt etwas besser sein in den meisten Fällen. Ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall mal gemacht. In Zukunft werde ich wahrscheinlich auch den anderen ein bisschen mehr geben. Und ja, dann das war's. Jetzt hauen wir ab zum See der Stärke. Denn jetzt, wo wir den Orden haben, von der letzten Folge, können wir Kraxler verwenden mit unserer Pocket-App. Oh Gott, ist das hier kalt. Krasser Zufall, heute hat es geschneit draußen. Nicht lange, aber auf jeden Fall Fakt, dass es geschneit hat. Für die Leute, die mich kennen, ich mag Schnee. Ich finde Schnee sehr cool. Lol. Und ja, wir suchen jetzt kurz den Eingang. Ich meine, der war hier hinten irgendwo. Oh Gott, ach, tief alles hier. Ja, hier können wir jetzt lang. Da müssen wir da wahrscheinlich irgendwo Kraxler einsetzen, oder? Falls ich mich richtig erinnere. Vielleicht müssen wir einfach nur gegen die kämpfen. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich vermute mal, dass da mal wieder ganz viele Team Galactic-Rüpel auf uns warten, verprügelt zu werden. Also bin ich ready. Die Pokémon der drei Seen scheinen irgendwie miteinander verbunden zu sein. Als der See der Kühner in die Luft gejagt wurde, erschien mitten in diesem See eine Höhle. Was? See der Stärke, hier ist es. Führt dich etwa auch das Pokémon des Sees her? Hast du echt nichts Besseres zu tun, als deshalb durch diesen unerträglichen Schnee zu stapfen? Ja, genau. Damit kommt ihr nicht davon, Team Galactic! Oh, war das etwa schon alles? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel, aber du bist einfach lächerlich schwach! Hast du ernsthaft gedacht, du könntest mich mit einem Bammelin Level 50 besiegen? Und so jemand will Champ werden. Träum weiter, Kindchen. Wie auch immer, es ist echt bitterkalt hier. Lass mich zurück zum Hauptquartier in Schleide. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in Ewigenau getroffen. Hör gut zu, Team Galactic hat etwas Großartiges vor. Und zwar zum Wohle aller. Kümmere dich daher besser um deinen eigenen Kram, anstatt uns mit ach so armen Pokémon und ähnlichem Firlefanz die Ohren voll zu jammern. Und verschwende deine Zeit bloß nicht damit, zum Hauptquartier in Schleide zu gehen. Gut, wenn du mich jetzt nötigen würdest, ciao. Patrick, du hast verloren? Und du hast dein Bammelin immer noch nicht entwickelt? Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Dieses Pokémon, Selfe, es schien wirklich zu leiden. What? Doch ich werde mich anstrengen und stärker werden. Es dreht sich nicht immer alles nur ums Gewinnen oder Verlieren. Ich muss stärker werden. Ciao. Ich habe mit dem Kampf gerechnet. Kommt da keiner? Okay. Der hat keinen Bock. Wir schwimmen mal ganz kurz. Mal ganz kurz hier reinschnuppern. Ah ja, genau. Das ist die Grotte, die ich am meisten mochte. Vom Design her innen drin. Das sieht irgendwie aus wie so ein Space Invader Alien, oder? Irgendwie schon. Ich mag's. Ich mag die Designs. Vor allem das hier. Das mache ich am meisten. Aber gut, hier gibt es nichts für uns zu tun. Deshalb würde ich sagen, das sind übrigens alle VMs, die es gibt. Ich weiß nicht, warum hier unten noch Platz ist. Eigentlich gibt es nichts mehr. Wir fliegen nach Schleide. Die haben uns natürlich passend gesagt, wo sie jetzt nächstes hingehen würden. Aber selbst wenn man sich wüsste, in Schleide gibt es ein komisches, riesiges Gebäude von Team Galactic. Also da kommt man auf jeden Fall schon drauf, finde ich. Nö, ne kleine Schnurgast. Freut sich an deiner Seite sein. Ah ja, ganz süßes. Sehr, sehr süß. Aber weißt du, was auch süß ist? Traunfugil. Guil, genau. Traunfugil. Ja, ja, kleiner Geist. Folgt mir mal, Kleider, ja?
Sieht mir direkt ins Gesicht. Jetzt wird's ernst, glaube ich. Habe ich recht? Ging es hier lang? Hey, 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 einen Moment mal. Hast du einen Schlüssel? Ist mir auch egal. Unser Lagerschlüssel ist beim Wächter vor unserem Hauptquartier in besten Händen. Ach, das geht dich doch gar nicht an. Aha. Na, ich habe mich nur daran erinnert, dass man hier in den Hintereingang reingehen soll. Denn da ist der Hintereingang. Oh, wenn ich es gerade sehe, können wir kurz Kraxler hier ausprobieren. Denn bei diesen Felsen an der Wand können wir Kraxler einsetzen mit Bidifas. Danke, Bidifas, was hier in der Stadt lebt. Und ja, gut, Gefäß voll Lahmrauch. Ich glaube, damit kann man irgendwie Manfaxus oder so bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Ein bisschen gimmicky, die ganzen Räuche. Benutze sie selber nicht. Aber ja, hier ist der Vordereingang, aber hier werden wir gleich merken, dass wir nicht so viel machen können. Glaube ich, falls ich mich richtig erinnere. Aber hier komme ich auch nicht durch. Wer hat denn den Schlüssel? Einer von euch hat den Schlüssel und irgendeinen von euch muss ich ansprechen. Habe ich recht? Wen denn? Dich vielleicht? Na, was sagst du zu unseren Antennen? Sind sie nicht majestätisch anzusehen? Ich habe keine Ahnung, wozu sie gut sind, aber das macht sie nicht weniger beeindruckend. Na, sieh mal eine an. Ich kenne dich doch. Du bist doch Mike Bieser. Ich weiß, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich sehr gut an dich. Deinetwegen haben sie mir nicht nur mein Pipi weggenommen, mein Partner hat außerdem aus Frust die Rübelmütze an den Nagel gehängt und ist in seine Heimat zurückgegangen. Und jetzt willst du allen Ernstes von mir was über einen Lagerschlüssel wissen? Pff, ich weiß nichts von einem Lagerschlüssel. Was hast du denn da gerade ausgekackt? Ah ja. Dankeschön. Da haben wir den Lagerschlüssel. Ich meine, es gibt einen Glitch in dem Spiel hier, also jetzt im Remake. Und zwar, wenn man sich direkt da positioniert, wo der Pokéball spawnen wird. Ich glaube, dann ist man da stuck. Ich will nur warnen für den Fall, dass das passieren könnte. Ich meine, ein Video gesehen zu haben, aber ich könnte mich auch irren. Aber auf jeden Fall, man kann nie sicher genug sein. Man kann auch vorher speichern und das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Habe ich jetzt vergessen, aber könnte man mal machen. So, und jetzt gehen wir durch. Ja, und ist kaputt gegangen. Ah ja, alles klar. Und was haben wir denn da? Ein Finsterstein? Ein Finsterstein. Hört sich an, wie jetzt könnte ein Pokémon, was im Dunkeln lebt, das vielleicht benutzen. Ja, Traumfugi hat Bock drauf. Ja, Traumfugi, wie gebe ich dir das denn? Habe ich das an der Stirn? Nee, ist ja keine TM. Kannst du das essen? Ess das mal. Versuch das mal. Oh hey, es entwickelt sich. Ey, aber pass auf, dass du es richtig verschluckst, ne? Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Oh Gott, es ist stecken geblieben in der Halsröhre. Aber hey, wir haben einen Traumnagel. Und schaut euch an, wie majestätisch es aussieht. Das ist so ein Joke, den bringe ich immer, dass einfach Traunfugil den Finsterstein verschluckt hat. Vor allem im Artwork sieht man das sehr gut. Hier ist es so ein bisschen runder, aber im Artwork ist es so ein bisschen spitzer. Ja, für mich ist es einfach so Canon, Headcanon. Einfach Finsterstein verschluckt. Und dann macht's und ist diese coole Hexe geworden. Ja, ich bin sehr stolz, dass ich sagen kann, das ist unser fertiges Team. Schnurgast, Traunmagil, Tricky, Chelterra, Tails und Scorpio. Ob ich die Spitznamen noch ändere? Unwahrscheinlich, aber ich will nicht sagen unmöglich. Und ja, weil wir es gerade so neu haben, möchte ich es gerne auch hier draußen rumlaufen lassen. Eigentlich geht es da unten weiter, aber ich will kurz rumlaufen mit dem Viech. Ja, da die Trainer so klein sind, macht die Größe schon Sinn, aber eigentlich müsste es ein bisschen größer sein. Total gut drauf. Oh, das freut mich doch. Oh, jetzt ist es so toll. Fun Fact, Traunmagil ist wahrscheinlich von meinem ganzen Team mein Lieblings-Pokémon. Wenn ich mal kurz drüber gucke. Hm, ja, doch. Chelterra ist schon ziemlich cool. Aber Traunmagil ist auf jeden Fall von den 6 Pokémon mein Liebling. Aber sagt das die anderen nicht. So denken die, ich mag die nicht. Das ist nicht richtig. Und ja, let's go. Wir sind jetzt hier im Hintereingang vom Hauptquartier.
krasser Musik. Willst du kämpfen? Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Team Galactic, doch befördert wurde ich kein einziges Mal. Oh ne, der schmollt nur. Okay, hier können wir nicht lang, aber da gibt es ein Item für. Also, hier ist Bonus. Merken wir uns das? Vielleicht ist das ein cooles Item. Du willst kämpfen, ne? Nun, was haben wir denn hier? Einen Trainer, der sich verlaufen hat? Ich und verlaufen? Was denkst du, wie ich durch die Tür kam? Ich habe den kaputten Schlüssel benutzt. Und danke, dass ihr euren Finsterstein hier einfach rumliegen lassen habt. Denn mein Traummagier hat's gegessen und naja, guckt euch das an. Ja, das ist OP. Der lilane Bettlaken. Der killt dich jetzt. Oh yeah. Was auch immer hier für eine Kacke macht mit den Seeviechern. Ich werde dafür sorgen, dass es denen wieder gut geht. Komm mal, was wolle. Du hast die Orientierung verloren, aber den Kampf gewonnen. Das bringt mich auf die Palme. Okay. Du bist einfach so hier eingedrungen? Du kennst wohl keine Angst, was? Ne, ich bin nur 10 Jahre alt. Ich hab schon Bock, hier euch einfach Platz zu machen. Macht Spaß. Ich klamme euer ganzes Zink hier, was ihr so in den Lagern rumliegen habt, ne? Was ist das für eine Hitbox? Schaut es an. Hier ist Wand. Ich meine, von der Grafik her, von der Perspektive, ja, aber wenn man... egal, reden wir nicht drüber. Willkommen zu Pokémon, Mike. Du bist der erste Eindringling, der es in unser Hauptquartier geschafft hat. Echt? Der erste? Dann sollte es wohl eigentlich ziemlich schwierig sein, diesen Schlüssel zu bekommen, was? Er hat aufgegeben. Er hat so viele schlechte Erfahrungen mit mir gemacht und er hat einfach aufgegeben. Damit er wahrscheinlich bei seinem Partner wieder sein kann. Und vielleicht auch seine Träume erfüllen kann, sein Pipi, glaube ich, war das. Selbst zu fangen. Vielleicht kriegt er es hin. Pipis sind nicht so selten. Ich kann auch eins trainen, wenn du willst. Ich bin mal so nett. Ich biete ihm das an. Ich meine, er hat mir ja eine Schüssel gegeben, damit ich rein kann. Level 50 bist du unser stärkstes Pokémon. Ich glaube, genau deswegen sollte ich es vielleicht auswechseln. Hm. Aber die geben mir gerade so gute Vorlagen, dass ich Traummagie benutzen kann. Ich weiß auch nicht. Ups, nein, ich will das andere einsetzen. Ich hab zu schnell gedrückt. Ja, jetzt kann es mich angreifen. Oh nein, nein. Ramboss. Bonk. Ja, also Traunfugil war ja das Can't Touch Me Pokémon und Traunmagil ist einfach, ja. Die Hexe mit dem Bettlaken. Mehr oder weniger. Keine Ahnung. Ich hab die Job schon alle gebracht. Die machen das keinen Sinn mehr. Vielleicht wächst sich aus. Naja, werde aber deswegen nicht gleich übermütig. Warum nicht? Sicher? Ich meine, ich bin schon krass. Ohne spezielle Schlüsselkarte kommst du hier nicht weit. Nun, was willst du jetzt tun? So als Nicht-Mitglied von Team Galactic, hä? Vielleicht verkleide ich mich ja als euch, hm? Hat ja schon mal funktioniert. Ja doch, ich pack dich mal nach vorne, wegen den Leveln. Sonst Scorpion müsste ich auch mal nach vorne packen, aber erstmal Schnurrgast. Hi. Ich bin ein Mitglied von Team Galactic, jawohl! Allerdings stehe ich in der Rangordnung so weit unten, dass ich nicht meinen Pokémon habe. Ein Wunder, dass ich mich Rüpel nennen darf. Vielleicht habe ich es auch nicht anders verdient. Schließlich weiß ich ja nach all den Jahren noch immer nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Teleporter? Sag... Oh nein. Ich kriege Erinnerungen an Silphco. Oh nein. Bitte nicht. Was glaubst du, wer du bist? Kommst hier reingelatscht und dann weiß unser Hauptquartier. Also ich bin so die 10-Jährige, die euch alle kaputt macht. Oder ist mein Charakter überhaupt 10 Jahre alt? Auf jeden Fall unter 16, 100%ig unter 16. Ich habe 6 Pokémon, die alle ziemlich stark sind und ich glaube, ich mache euch Konkurrenz. Ich meine, guckt dir dieses Matchup an. Schnurrgast gegen Charmian. Wer wird wohl gewinnen? Ich trete mal auf dich drauf. Bonk. Ich trete ja wirklich auf ihn drauf. Oh, ich hätte nicht erwartet. Krasse Animation. Die Frage wäre geklärt. Ein zäher Trainer bist du. Und du? Jemand, der ein Pokémon bekommen hat und sich Rüpel nennen darf. Wir bewegen uns in der Galaktikzentrale mithilfe der Teleporter. Glaubst du, du wirst das System jemals verstehen? Viel Glück.
Ich denke schon. Hier ist mal noch links. Okay, das war gerade ein bisschen lange am Laden. Oh Gott, die müssen ja wirklich immer lange laden. Das ist ja voll nervig. Bin ich schon da? Ich will ja gerne alles zeigen. Deshalb gehe ich tatsächlich nochmal zurück. Aber wow, die brauchen ja hier viel länger als damals, oder? Bin das nur ich? Ich habe schon das Gefühl, dass sie hier länger brauchen. Ich gehe mal nach rechts. Ich glaube, rechts gibt es einen Bonuskampf. Den nehme ich gern mit. Warum nicht? Bin mir auch nicht sicher. Ah ne, hier ist ein Item. Oh, ich habe es sofort gewusst. Siedewasser? Oh, das könnte ich Tails erlernen lassen. Ah. Vielleicht mache ich das. Überlege ich mir auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich die TMs mache, ist dann, wenn ich den letzten Orden gesammelt habe und auf dem Weg bin. Ja. Ich glaube, dann mache ich das erst mit den nächsten TMs. Schauen wir auf jeden Fall erstmal. Was bist du hier in der Ecke? Ganz versteckt. Hä? Noch eine Treppe? Okay, machen wir erstmal den Trainer da links und den Rüke meine ich. Und gehen mal nach oben. Ich weiß, ich habe keine Orientierung mehr hier. Ich stehe kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu meiner Trophäe machen. Weil wenn ich dann befördert werde, kriege ich einen coolen Haarschnitt und einen eigenen Namen. Aha. Er will ein Individuum sein. Er will besonders sein. Persönlichkeit hervorstrahlen. Aber sorry, wenn du mit dem Saumpel ankommst. Ich glaube nicht, dass du sehr gute Chancen hast, ein Commander zu werden. Es tut mir leid, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist vielleicht nicht wirklich ernst genommen, als du ihn gefragt hast, Commander zu werden. Tut mir leid, Bro. Ich musste ja... Irgendwer musste die Wahrheit ins Gesicht sagen. Irgendwer muss es tun. Und da ich sowieso gerade hier unterwegs bin, mache ich es mal. Und vor allem, weil du mich gerade aufhältst. Dann gehst du so lange in der Ecke heulen und ich mach schon mal weiter, ja? Ist das okay? Es tut mir leid, aber... Tut's mir denn wirklich leid? Schwierig. Egal, ich laber nur. Blimblam, ist auch egal. Ich möchte eigentlich nur deine Erfahrungspunkte haben. Dafür bin ich extra hierher gekommen. Um dich nochmal zu bekämpfen. Und du bist weg. Schön, dass wir Aeroas haben mit Schnurgas. Das ist tatsächlich gegen diesen Trainer, gegen diesen Rüpel, sein Vorteil. Level 50 Degree! Yeah. Einer der wenigen Playthroughs von Pokémon, wo mein Starter nicht am höchsten gelevelt ist. Ich wünschte, dies wäre nie geschehen. Tja, du wolltest kämpfen. Diese Niederlage wirft mich wieder meilenweit zurück. Wahrscheinlich machen sie mich jetzt zum rüpeligsten aller Rüpel. Uff. Tja. Hi. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wäre ich ein Möchtegern-Bösewicht in einer Komödie, würde ich es versehentlich verraten, wo sich der Schlüssel befindet. Doch erstens ist das hier keine Komödie und zweitens habe ich selbst keinen blassen Schimmer. Aber ja, vielleicht. Manche Leute werden nie den Sinn hinter unseren Handlungen verstehen. Du verstehst Team Galactic auch nicht. Wieso widersetzt du dich dann uns? Also laut seiner Logik? Wenn du nicht verstehst, was sie vorhaben, einfach join. Weil, wenn du es nicht verstehst, dann kannst du auch nicht böse sein. So kommst du nicht ins Leben. Nicht wirklich. Kannst du nicht einfach irgendwas mitmachen, nur weil du denkst, ja, ich sehe nicht, was daran böse ist. Zu wenig Info hilft dir nicht vor deinen Straftaten, sage ich mal. Oh, wie Nachschlag. Oh, habe ich nicht dran gedacht. Oh, no, 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 no. Wow, bam, bam, badababam, bam. Wir können ja alle nichts hier. Ich kann weder verstehen, wieso du so stark bist, noch den Kampf gerade an sich. Ich nehme mir die Zeit, um mir vor dem Kampf coole Sprüche zu präsentieren. Und wie denkst du? Und wie dankst du es mir? Du besiegst mich einfach. Haha. Pech. Hi. Alarm, Eindringling! Man riecht förmlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Was ist das für ein Weirdo? Du komisch, den sollten wir aushalten, bevor er noch irgendeinen Ärger macht mit seinem Bronze, den er immer noch nicht entwickeln konnte. Du, nicht gut.
Also für ihn meine ich es nicht gut. Für mich ist es sehr gut. Dunkelklaue. Jetzt bin ich doch fröhlich, dass ich Dunkelklaue erlernt habe. Ich war mir am Anfang nicht so sicher, ob sich das lohnen würde, aber ich hatte sowieso so viele ETMs. Dein Ernst? Jetzt noch verwirren? Also Bronze ist echt nervig, wenn du es am Leben lässt. Und da es eine hohe Verteidigung hat, ist es wahrscheinlich, dass es lebt. Bronze kann sehr nerven, vor allem die Weiterentwicklung. Die kann dein Team auch ganz wegsweepen, wenn es stark ist. Ich bleib mal drin. Bei Skunkapu. Auch wenn es Finalschlag haben könnte und mich killen könnte dadurch. Und ich die Verwirrung habe und die mich... Oh, ich komm durch. Oh, es one-hitted nicht. Oh, Giftschock. Ich sollte rauswitchen. Definitiv. Warte, was? Das hat so okay, egal. Es hat so wenig Damage gemacht. Und ich... Ja! No risk, no fun, nenne ich das, Freunde. No risk, no fun. So nenne ich das. Gut gemacht, Schnurrgas. Bin sehr, sehr stolz auf dich. Gut gemacht. Oh, das war der Geruch der Niederlage. Riecht eher wie nach einem See. Bei uns riecht alles gut. Wir sind auf dem neuesten Stand, auch bei Gerüchen. Ah. Oh ja, hier geht es weiter. Beziehungsweise hier ist das Ende. Aber wir brauchen den Schlüssel. Das Motto von Team Galactic lautet, alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt und morgen das Universum. Pff, as if. Träumt weiter. Team Galactic will das Universum? Na okay, beim Namen könnte man sich ja schon denken, aber... Nein. Das lasse ich nicht zu. Bevor ich es vergesse, lasse ich nicht zu, dass ich ungeheilt weitermache. Kurz zwei Supertränke reindrücken. Auge zudrücken, das wird schon gehen. So. Und jetzt. Wie geht's lang? Hi. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Versteckst du da hinten etwas? Sowas wie, ich weiß ja nicht. Einen Schlüssel? Vielleicht. Kadabra kommt da an. Der Professor, der Kittelträger. Kein Problem. Für eine Queen wie Schnurrgas. Ich liebe One-Hits. Das ist lustig. Ihr seid alle so schlecht. Also schwach. Ihr werdet auch ein Level 30er Pokémon. Also, come on. Das ist wirklich traurig. Ich bin 10 Level über euch. Wenn nicht sogar mehr. Levelt mal ein bisschen mehr, ja? Wie wollt ihr die Welt erobern, wenn alle eure Pokémon Level 30 sind? Oh Mann, hatte ich ja bessere Chancen alleine. Mit dir und deinem Pokémon hatte ich nicht gerechnet. Unser Boss möchte eine ganz neue Welt erschaffen. Eine Welt nur für uns, Team Galactic! Aha. Deshalb seid ihr alle Team Galactic gejoint. Weil euch eine gute Welt versprochen wurde. Team Galactic wird alle Pokémon und die gesamte Natur entfesseln. Und dann... Dann werden wir alles beherrschen! Okay. Matschbombe hier auch in der Pfütze. Eigentlich eine gute Attacke, überlege ich mal. Oh! Sieh mal einer an! Wir sind am Anfang hier wieder angekommen. Der G-Schlüssel! Damit können wir wieder, naja, gehen! Wenn wir Lust haben. Aber darauf habe ich jetzt noch keine Lust. Ich habe eher Lust, den Anführer der ganzen Sache auf die Fräse zu hauen. Jetzt mit dem Schlüssel kommen wir da durch. Also los. Und ich meine, wir kennen eigentlich auch schon den Anführer der ganzen Chose, oder? Ich sag's noch nicht, falls es noch nicht der Fall sein sollte, aber ich hab's tatsächlich vergessen, ob wir es schon wissen. Eigentlich müssten wir es schon wissen. Egal. Für die, die es nicht wissen, wir werden es jetzt erfahren. Oh, Item. Zauberschein ist eine gute Attacke. Und Moment mal. Das hier ist nur für den TM? Hier geht's nicht lang? Oh! Heißt das, wir müssen jetzt mit dem G-Schlüssel in dieses große Gebäude? Ich dachte, das hier gehört zum großen Gebäude. Huh.
habe ich mich vielleicht geirrt und warte, wir gehen den kürzeren Weg. Ich meine, dass sie sollte, also dass sie sollte zumindest ein kürzerer Weg sein. Alles klar. Das hier war nur für Zauberschein. Ich habe gedacht, hier geht's weiter. Egal. Egal. Gehen wir nun zum Hauptquartier. Gebäude. In Schleiede. Und yeah. Ist ja nicht lange weg. Kann auch hier vorspulen, aber ich weigere mich. Uncut Let's Play, so nennen mich alle. Deshalb muss ich gehorchen. Und das machen, wo wir mich alle nennen. Obwohl es nicht ganz stimmt, aber egal. Ignorieren wir das. Wir sind ja sowieso schon da. Und jetzt können wir hier rein. Hier versteckt sie sich bestimmt. Vielleicht auch die Commander. Oder die beiden. Macht dir die Schleicherei durch unser Hauptquartier Spaß, ein Drilling? Jetzt wirst du jedenfalls ganz ohne Schleicherei hinaus befördert. Ja, ich bin Detektiv. Ich ermittle den Fall Team Galactic. Ja, ist nicht das erste Mal, dass ihr irgendwas gemacht habt. Letztes Jahr zum Beispiel habt ihr irgendwelchen kleinen Kindern ihre Carpador geklaut. Was soll das? Aber jetzt, was ihr gerade tut, legendäre Pokémon klauen. Diese drei Seemonster oder Viecher, was auch immer. Die klauen. Alter, das geht schon zu weit, ja. Da muss ich euch aufhalten. Und ich weiß nicht, welcher der drei Attacken am besten ist gegen den Golbat. Deshalb setze ich einfach mal alles ein und also. Come on, als ob das nicht gereicht hat. Was zum Teufel? Let's up! Man sieht's nicht mal, es zoomt einfach falsch ran. Noch ein Golbat. Kann ich noch was anderes da benutzen? Setz mal Tricky ein. Der heizt euch ein. Nein. Zu euren Golbat sage ich nein. Und zu euren Missetaten sage ich auch nein. Das geht einfach zu weit. Das finde ich nicht okay. Denn ich wollte die Monster noch fangen. Und den fangt die vor mir? Da werde ich aggressiv. Da werde ich Flammenwurf aggressiv. Das wollt ihr nicht. Glaubt mir. Tails ist auch schon voller Wut. Level up. Ich kann dich wohl nicht am Weiterschleichen hindern. Dann lass mich weiterschleichen. Ja, du glaubst, dass du schaffst? Aber es ist zu spät. Das Experiment ist schon zu Ende. Gut. Wovon redet der? Dein Licht wird verblassen. Von jetzt an leuchtet nur noch Team Galactic. Aha. Das Licht wird verblassen. Also hier, der Hintergrund ist sowieso schon dunkel. Die wollen mir, glaube ich, weiß machen, dass es keine Hoffnung mehr gibt für mich. Oh, was mir übrigens gerade aufgefallen ist, bei der Animation bei Schnurgast, als er aus dem Ball kam, hat er so ihren Schweiß so ein bisschen bewegt. Und zwar ist eigentlich Schnurgast noch viel, viel fetter, als es aussieht. Aber durch ihren Schweif hält es sich so ein bisschen dünn. Es quetscht sich so mitten im Bauch so ein bisschen dünn. Also es ist eigentlich, wenn ich es nicht machen würde, viel fetter. Das finde ich irgendwie lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Dann fragt man sich schon, wie fett. Kann man das wissen? Auf jeden Fall eine sehr fette Katze. Wenn man eine dünne Katze haben will, dann hat es so Billigkeit als Option. In diesem Spiel glaube ich nicht. Ich glaube, hier gibt es keinen Mauzi. Bin mir aber auch nicht sicher. Egal, Chatterer, mein Starter, Level 50. Cool. Das verstehe ich nicht. Wieso die Eile? Hast du nicht gerade gesagt, schon zu spät? Dann eile ich mich trotzdem nochmal schnell. Pokémon sind die so wichtig? Darum geht's dir also? Ja, die nicht. Oh Gott, was seid ihr für schlechte Trainer? Was ist denn hier? Du guckst gerade Anime? Du wirst unsere Forschung nicht absabotieren. Für die Galactic, für den Boss! Ich glaube, er will nur gegen mich kämpfen, weil ich ihn gerade sein Anime gestört habe. Einfach reingelaufen bin in den Bildschirm. Wenn ihr so gerade Fernsehen schaut, aber die Mutter steht vor dem Bildschirm. So, hau ab, ich will gucken. Wie war's zu essen? Ja, mir egal, mach einfach, ich will gucken. So fühlt er sich gerade. So genervt. Aber das war ein sehr, sehr großer Fehler, was du gemacht hast. Ich mach dich One-Hit.
Und jetzt musst du, statt weiter zu gucken, der Anime, musst du jetzt einfach wieder zurückrennen zum Pokémon Center, um dich zu heilen. Hat sich das gelohnt für dich? Nein. Nein, hat sich nicht. Der merkt es auch gerade. Ich hatte keine Chance, das war jämmerlich. Ja, unser Boss ist ein wissenschaftliches Genie. Er wird sich die gerade legendären Pokémon zu eigen machen, du wirst schon sehen. Ja, anders als du das hier sehen wirst. Und wir werden in der nächsten Folge sehen, wie das hier endet.